Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Wir haben es 1.13 Uhr. Ja, ich bin verrückt, ich weiß, selber. Und mir wurde es oft genug gesagt gestern, aber wir fahren jetzt nach Sonneberg. Es sind von mir ungefähr mit Pause und 10 Stunden Fahrt, die ich jetzt vor mir habe. Ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich so aussehe. Ich habe nur 3 Stunden geschlafen. Und werde in den nächsten 24 Stunden wohl überhaupt nicht schlafen. Genau, ich habe schon die ganzen Sachen gestern ein bisschen gepackt. Und habe jetzt gleich noch ein paar Sachen. Also ich nehme eigentlich nicht viel mit, weil ich ja heute Abend direkt wieder nach Hause fahre. Also vor 6 Stunden habe ich das entschieden, dass ich dahin fahre. Erst 3 Stunden davon habe ich geschlafen. Ja, aber ich werde jetzt erstmal losdüsen. Gucken, was das Navi gleich sagt, ob irgendwas zu ist mal wieder oder so. Hamburg-Elbtunnel oder keine Ahnung. Hier mache ich ein bisschen mit heute. Mal gucken, was wir sehen. Ich fahre eigentlich nur hin wegen den Bausätzen bei One to Wheel. Weil die sollen gut sein. Persönlich hat mir einiges gesehen, was mir so passiert ist. Ich bin jetzt hier gerade an so einer Raststätte, Goldene Aue. Goldene Aue heißt es hier. Und hier ist irgendwie kein Mensch. Genau, ich stehe hier mit meinem Auto. Und ich wollte euch mal zeigen, wie das so bei mir aussieht. Also ich habe hier mir hinten so ein kleines Schlafgemach gemacht. Falls ich irgendwie heute Abend schlafen muss, habe ich mir so eine Matratze reingelegt. Bettwäsche natürlich mitgenommen. Da hinten ist die Mailmaus. Genau, hier sind noch ein paar Sachen. Hier ist meine Handtasche. Ergo-Baby, Kinderwagen haben wir nicht dabei, was alles so spontan war. Genau, und so habe ich mir hier so ein kleines Bett gebaut. Sieht ziemlich lustig aus, weil es ist halt voll groß. Genau. Und hier sieht es so aus. Hier runter geht es richtig tief runter. Also kann man richtig schön gucken, aber leider sieht man hier nichts. Ich habe mich da oben auf die Bank gestellt, aber leider sieht man nichts. Aber genau, ich mache jetzt kurz Pause, weil das ist einfach nicht mehr so angenehm zu fahren. Hallo meine Lieben! Also ich bin gerade wieder Pause machen und wir haben jetzt noch 50 Kilometer, glaube ich, vor uns. Also sind fast da und genau, machen jetzt hier kurz Pause bei McDonald's, die leider erst in 5 Minuten aufmachen. Deswegen warte ich jetzt hier.
meine Lieben, wir haben jetzt ein bisschen durchgeguckt. Ich habe Benetton übrigens eine Ergo-Bibi. Ich weiß nicht, seht ihr das hier? Genau, ihr habt ja auch gerade ein bisschen was gesehen. Ich habe euch ja ein bisschen was mitgenommen. Werde ich zur anderen Halle fahren, weil es gibt noch zwei andere. Und da fahren wir jetzt auch nochmal hin. So, und zack, ist alles eingeladen. Der Benetton liegt hier. Und die Mel haben wir auch dabei. Habe ich euch ja schon gezeigt. Und genau, hier ist der Benetton. Hatte ich gerade so einen Ergo-Bibi. So liegt der da immer drin. Wir haben hier eine neue Decke. Die haben wir gestern auf dem Flohmarkt gekauft. Die ist richtig, richtig schön von H&M ist die. Genau, dann hat er seine Gap-Jacke an. Ich habe ihn einfach so eingepackt, weil es halt echt eine spontane Aktion war gestern Abend. Genau, er hat ein Noppi-Set an. Das hat er auch in Münster an. In Ergo-Bibi einfach. Hier sind die Einkäufe. Ja, eine ganze Tüte voll, noch eine ganze Tüte voll und noch eine ganze Tüte voll. So, meine Lieben, ich bin jetzt nochmal bei der ersten Halle. Die anderen beiden waren leider ein kompletter Reinfall. Also da gab es alles, aber nicht das, was mich interessiert. Beziehungsweise halt diese Reborn-Babys sozusagen. Genau, Benetton ist hier in der Ergo-Bibi, wie ihr seht. Ich habe gerade noch ein paar schöne Fotos gemacht. Ihr werdet die alle auf Instagram heute Abend sehen. Und genau, das ist Benetton Schatzi. Jetzt gehen wir, wie gesagt, nochmal in die erste Halle, wo wir gerade waren. Und schauen wir mal. Und dann fahren wir auch nach Hause, weil wir haben noch 10 Stunden vor uns. Das ist voll groß. Wir sind fertig. Und ich habe mir gerade noch ein Bautes gekauft, weil ich ja nicht so viele habe. Tada! Und das ist Azraya Faith von Nicole Rusel. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Einige kennen die bestimmt. Die ist auf jeden Fall super, super schön. Und die wollte ich schon immer haben. Genau, die haben wir noch gekauft. Die hatten noch ein Mädchentorso dabei. Also alles fit. Jetzt sind wir fertig und es geht für uns wieder nach Hause. Und wir haben seit 21 Stunden, nein, 24 und 7, 31 Stunden nicht mehr geschlafen. Aber jetzt geht es erstmal für uns einkaufen, weil wir brauchen noch ein paar Sachen für die Rückfahrt und so und genau. Aber das war Sonneberg, das war die Messe in Sonneberg. Ich habe mir mehr erhofft, aber ich finde den Eintritt für 3 Euro finde ich in Ordnung. Für die eine Halle, also du musst jede Halle einzeln bezahlen. Aber es war wirklich nur die eine Halle, die wirklich was mit Reborns zu tun hatte. Und ich würde nächstes Jahr, glaube ich, nicht nochmal hinfahren, außer es stellt irgendjemand ganz besonders aus. So, meine Lieben, wie ihr seht, wir sind zu Hause. Wir haben gestern Abend nicht mehr weitergevloggt, weil wir waren so fertig. Wir sind um 12 Uhr angekommen und waren dementsprechend fast 48 Stunden wach und wollten einfach nur noch schlafen. Hier ist mein Tins Auto und wir müssen jetzt in die Werkstatt, weil er hat wohl ein kleines Problemchen durch die Fahrt bekommen. Wahrscheinlich die Antriebsachse. Und jetzt ist uns aufgefallen, ich habe gestern Abend einen Teil verloren. Da. Jetzt fahren wir erstmal in die Werkstatt. So, meine Lieben, wir waren gerade bei IKEA. Da gibt es ein Haul für euch. Und jetzt wollte ich euch kurz zeigen, was wir gestern alles mitgenommen haben. Also, ich habe hier mal alles aufgestapelt, was wir gestern gekauft haben. Wir haben einmal ganz normale Haare in Braun, so Babybraun. Die habe ich immer, also die kaufe ich immer
Für die Wimpern nutze ich die und auch für das Roting. Das ist schon dunkelbraun. Dann haben wir hier ein rot-blond. Das sieht sehr orange aus, ist aber mehr so ein Blond. Richtig schön, wollte ich mal ausprobieren. Dann haben wir Versiegler, also für Genesis-Farben zum Versiegeln. Genau, das ist halt ja, zum Versiegeln. Das ist das Matte, also nicht glänzend. Und das kostet 20 Euro, glaube ich, die Tube. Dann haben wir zwei Augen gekauft. Einmal für Saskia und einmal für Sunny, genau. Das ist einmal Saskia für Blau. Zwei Stück gekauft. Dafür haben wir, wie gesagt, auch schon ein paar Augen gekauft. Dann haben wir einmal hier Azari Faith. Die ist auch richtig, richtig schön. Erzähl doch nicht. Dann haben wir Ethan von Nicole Rusel. Kennen wir schon auch ganz viele. Ganz beliebte Bausitz. Und dann haben wir unglaublich, aber wahr, eine Sunny. Das ist wirklich der Top-Bausatz irgendwie und jeder will ihn haben und ich habe einfach die letzte gekauft mit original Bauchplatte natürlich, Körper und genau. Krass, verdammt. So, meine Lieben, und dann würde ich sagen, was ist mit diesem Vlog? Ich hoffe, euch hat es gefallen, unsere spontane Aktion. Ach, Sonneberg. Krass, verdammt. Naja, ich hoffe, euch hat es gefallen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.